Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ihr habt jetzt ungefähr eine Viertelstunde verpasst, wie ich versucht habe, dieses Rätsel hier zu lösen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nachgeguckt, wie es funktioniert. Und es ist nicht, dass ich es ist nicht so, dass ich schlau bin oder so. Nee, es ist wirklich, ich bin doof. Also ich habe das Rätsel nicht gecheckt. Deswegen habe ich nachgeguckt, damit wir uns viel Frustration ersparen. Und wir lösen dieses Rätsel jetzt. So, erstmal knallen wir die drei Viecher ab, die hier rumschwirren. Das habe ich jetzt ungefähr in den letzten 15 Minuten, die ihr nicht sehen werdet, ungefähr 100 Mal gemacht. Naja, 100 Mal nicht. Oh, der war schön. So, eins noch. So, sehr schön. Zumindest war der Kampf relativ erfolgreich, kann man sagen. So, was wir erst machen müssen, ist diese Dinger hier. Zerstören. Wir müssen diese Dinger zerstören. Sorry, da hat mir einfach die Intelligenz gefehlt. Tut mir leid, gebe ich zu, war ich doof. Hätte man vielleicht probieren müssen. Ich weiß es nicht. Ich finde es blöd, wenn man davor ein Stase-Ding geschenkt bekommt und dann ist da drin sowas. Also sowas sind normalerweise Hinweise vom Spiel, dass man Stase verwenden sollte. Komm schon. Und das hat mich wahrscheinlich aus dem Konzept gebracht. So. Jetzt sind die Dinge erfüllt. Das war nur eine Nebenaufgabe. Weil was wir tatsächlich machen müssen, ist was ganz was anderes. Okay, wie mache ich das jetzt? Das ist gar nicht so einfach, wie es im Ding aussah. Wie mache ich das jetzt? Erst beobachten, der kommt so. Und der kommt so. Okay, wenn der jetzt da runter geht. So. Eintritt Vakuum. Und jetzt einfach nach hinten laufen. Da wartet uns dann dieses Viech. Okay, da warten es zwei Viecher. Und ich habe keinen Luftkanister mehr. So, jetzt setzen wir das Ding dahin. So. So, jetzt lassen wir die hier weggehen. Und hoffen wir, dass wir jetzt keine Scheiße bauen. Ende des Wahls. Geschafft. Am liebsten würde ich jetzt schnell speichern gehen. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch, weil ich habe keinen Bock durch meine eigene Blödheit. Ich habe keinen Bock durch meine eigene Blödheit, das jetzt nochmal zu machen. Wo war denn letzte Speicherstation? Ich weiß es nicht. Ich bin auf der... Bin ich auf der richtigen Seite? Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? Hallo? Schauen wir mal schnell. Also ich möchte jetzt echt wirklich speichern gehen, weil ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Was? Also, ja, versteht es ja nicht, aber ich habe, wie gesagt, die letzte Zeit, also vor diesem Part die ganze Zeit rumprobiert und habe es einfach nicht geschafft. Ich kann ja dann das gleich verknüpfen und hier das ganze Zeug mitnehmen. Ja, das Logbuch haben wir schon gelesen.
So, das nehme ich jetzt alles mit. So. So, ich habe alles, ich denke schon. So, wo war die letzte Speicherstation? Ist hier auf dem Deck eine? Ich hoffe, auf dem Deck ist eine. Da vorne ist irgendwo eine. Geh mal schnell zurück. So. Sodala. Mit dem habe ich auch irgendwie gar nicht gerechnet gerade. Dann speichern wir schnell ab. Dann haben wir nämlich alles erledigt. Dann können wir reingehen und dann können wir uns wahrscheinlich einem ziemlich fetten Kampf widmen. Ich habe mir nicht angeschaut, was danach kommt. Ich habe gewusst, dass diese komischen Tentakelviecher auf der Asteroidenrückseite sind. Aber mehr weiß ich auch nicht. So. Wo war die Speicherstation? Die war da drüben irgendwo. So, speichern. Das Abendessen wird in 10 Minuten im Speisesaal. Ja. Das bezweifle ich ganz stark. So, Leute, jetzt tut es mir leid für die Verzögerung. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir hier... Wahrscheinlich kommt so ein fettes Tankviech. Damit rechne ich irgendwie. Und dazu noch jede Menge kleine Viecher. Das könnte echt durchaus sein, weil wir echt viel Zeug bekommen haben. Jetzt habe ich vergessen, zum Shop zu gehen. Ist jetzt auch egal. So. Let's do this. Eintritt Schwerelosigkeit. So, let's do this. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Was muss ich tun? Was? Wo muss ich hin? Aha. Wir müssen also doch irgendwie dahinter oder so, keine Ahnung. Ah, na ganz toll. Irgendwie habe ich gedacht, unten am Computer muss ich was aktivieren. Da habe ich mich wohl verkalkuliert. So, da gehe ich jetzt hin. Das sind beide und los. So. Eintritt Vakuum. Wo muss ich hin? Ich muss das Ding hier noch zerstören, ne? Dafür ist wahrscheinlich die Stase gedacht. So. So, ein bisschen Munition verschwendet, aber das ist nicht so schlimm. Upsala. So, dann gehen wir weiter und schauen. Da ist noch einer. Super. Da gehe ich jetzt aber zwischendurch. Oh, Moment. So, da gehe ich zwischendurch schnell rein und fülle meine Luft auf. Ende des Vakuums. So, sehr schön. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich noch schnell fertig gemacht. So, ich brauche wieder, wo beide sind. Da sind jetzt beide, sehr schön. Weil wenn ich mich da hinschieße, wo nur eins weggeht, dann hauen mich die natürlich kaputt. Komm schon. Eintritt Vakuum. So. Ich werde hier meine Stase nicht verschwenden, weil ich Angst habe, dass danach immer noch irgendwie ein fetter Gegner kommt. Achtung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. So, da sind zwei. Ich glaube, ich sollte mich beeilen. Ende des Vakuums. So, und jetzt? Und jetzt?
Was? Das war's? Kein fetter, epischer Endfight? Was? Echt? Okay. Wir müssen zurück. Hä? Ende der Schwerelosigkeit. Das versteht mal einer. Naja, okay, wir haben das auf jeden Fall geschafft. Ich dachte, ich habe mit was anderem gerechnet. Ich dachte jetzt, oh, Hass, Tod, Zerstörung, Gewalt, Aliens, oh, Vergewaltigung und so Zeug. Aber nö, alles ganz human. Oh. Oha. Ich habe das Gefühl, ich brauche dich. Okay. 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 Genau, da muss ich jetzt hoch, das dachte ich mir schon. Deswegen habe ich das Ding ja gleich mitgenommen. Das haben wir davon nämlich vorher rausgezogen. Gut. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz in den Shop. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird's echt, also, boah. So, schauen wir mal. Inventar, Medipack, Mittel, Mittel, Mittel. Okay, wenigstens haben wir wieder ein paar Medipacks. Und das tun wir jetzt in Safe. Und im Großen tun wir auch noch in Safe. Ein großer, 1, 2, 3. Kleiner haben wir auch noch dabei. Den können wir verkaufen. Genauso wie Stasepack. Und nochmal ein Stasepack. Und Laserkanonenergie. Und Strahlenergie brauche ich auch nicht so viel. Impulsprojektile kann ich den angebrochenen Stack hier verkaufen. Und dann kaufen wir im Shop. Kaufen Munition. Schauen wir mal, wie viel ich jetzt habe. Ein Stack gerade mal. Ein Stack. Ich muss halt schauen, dass ich bis zur nächsten Werkbank irgendwie mein Magazin mal leer schieße. Aber das ist immer so eine Sache. Wenn das Magazin leer ist, hast du im Kampf halt ein Problem. So, dann würde ich sagen, safe nehmen wir hier noch die Plasmenergie mit. Und dann war's das. So, und dann gehen wir weiter. So, jetzt speichern wir. Jetzt speichern wir ab. Jetzt haben wir nämlich einen großen Fortschritt gemacht, wie ich finde. Jetzt haben wir nämlich eine ganz blöde Sache abgeschlossen. Jawohl. Und wahrscheinlich nähern wir uns langsam dem Ende des Kapitels. Schauen wir mal, ob meine Vermutung richtig liegt, weil wir haben alle Decks eigentlich erledigt. So. Magst du nicht? Ah, jetzt hat. So, da oben waren wir ja vorher schon. Da war die verschlossene Tür. Ach so. Schlüssel, Abbaudeck. Hätte ich wahrscheinlich vorher auch schon öffnen können. Haben wir aber nicht gebraucht. Deswegen, schauen wir jetzt einfach mal hier rein, was hier so ist. Nichts. Haha, gar nichts. Da ist... Ach ja, jetzt bin ich oben. Ich verstehe. So. So. Sonst ist hier... Ah, ein Energieknoten. Natürlich, den nehme ich mit. Energieknoten, hallo. Nice. So. So, meine Freunde. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Vielleicht kommt dieser epische Fight ja jetzt, mit dem ich vorher gerechnet habe. Jo, dann würde ich sagen, was das für diesen Part. Tut mir leid für mein stümperhaftes Spielen in diesem Spiel, aber ihr wisst ja, ich spiele mehr RPGs mit Schwert und nicht mit Schusswaffen oder irgendwie Strategiespiele oder Jump'n'Runs, aber Shooter spiele ich relativ selten. Ich merke es immer wieder, wenn ich mir länger mal Pause mache. Nun ja, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.